Moin moin meine lieben Pokémon-Trainer da draußen, mein Name ist Yves, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um die Bot-Lane, also um die untere Lane. Und ich muss sagen, Leute, wenn ihr Tipps und Fragen habt oder allgemein irgendwas noch unklar ist, schreibt es lieben gerne in die Kommentare. Ich bin auch immer wieder online auf Twitch und so, könnt ihr gerne vorbeischauen, guckt da mal rein. Ich beantworte die Fragen oder guckt auch auf dem Discord-Server vorbei, würde mich riesig freuen. Wir schauen uns das Ganze heute mal an, die Bot-Lane. Ich gebe euch wieder Tipps mit, wie ihr am besten darauf zocken könnt. Das sind nur ein paar Tipps, es gibt vielleicht noch andere oder auch wenn ihr noch was habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Das, die besten Comments, die pinne ich natürlich an, Leute. So viel sei dazu gesagt. So, wir gucken uns das heute einfach mal an. Und wollen jetzt mal wissen, wie das so ist, wenn man unten auf der Bot-Lane unterwegs ist. Das erste, was natürlich immer wichtig ist, ihr geht nach unten und versucht, so viel Damage wie möglich rauszuhauen, um die Griffith schnell möglich zu töten. Das ist natürlich immer so der Anfang und die erste Sache und das muss man ganz schnell machen. Danach ist es eigentlich immer so, dass viele in der Regel in die Mitte hier rennen und das Ohr doch da oben versuchen. Da ich nicht so großer Freund bin von diesen ständigen Fights oder in den Teamfights, besonders im Low-Bereich, bin ich immer eher, dass ich sage, wir ziehen direkt durch und gönnen uns das Ohrdorf vom Gegner als allererstes. Vorteil ist, wenn die natürlich oben gerade am Werken sind, haben wir einen riesen Vorteil, dass wir hier natürlich in Ruhe das Ohrdorf machen können und haben halt einfach kein Teamfight, was halt wesentlich cooler ist, und haben natürlich die EP. Wenn der Gegner natürlich noch sehr, sehr langsam unterwegs ist, dann könnt ihr sogar auch noch das zweite Ohr durch euch gönnen. Bitte beachtet aber, dass ihr euch ungefähr immer so hier unten hinstellt. Hier am besten. Weil es ist ein bisschen einfacher, hier wieder wegzukommen, als wenn ihr euch hier hinstellt und der Gegner kommt dann angerannt. Ist nur so ein kleiner Tipp. Ich weiß, es sind so Kleinigkeiten, aber Leute, glaubt mir, ihr verhindert halt so einen großen Teamfight und glaubt mir, ihr habt echt keinen Bock auf sowas. Das nächste ist dann, sobald ihr und Weise kommen. Die kommen ja nach einer bestimmten Uhrzeit. Spart eure AOE-Attacken auf. Alles, was ihr an AOE-Attacken habt, aussparen. Weil ihr wollt so schnell wie möglich hier die Sachen töten. Also, ne, ihr wollt die Glass-Hits haben, damit ihr mehr EP bekommt. Das heißt, alle eure AOE-Attacken aufsparen, damit ihr auch wirklich immer diese Person seid, die zu Last hittet. Wenn alles down ist oder so, dann spawnt meistens noch eine Krebskor hier in der Ecke. Das lasst man bitte einfach dieser Person, die wirklich EP braucht. Zum Beispiel hier bei mir wäre das jetzt Glumanda. Ich bin E-Level-Head im Moment, also lasse ich das Glumanda, damit Glumanda die EP bekommt. Und ich kümmere mich dann um die Ohrdoch etc. Den nächsten Tipp, den ich euch gebe, ist ganz einfach Tower-Fighting. Also es ist simpel und einfach. Spielt mit dem Tower. Spielt wirklich mit dem Tower. Ich weiß, für viele Leute ist das gar nicht so einfach. Oder ich will auch nicht sagen, so einfach will ich jetzt auch nicht sagen. Aber sie verstehen es einfach nicht. Spielt mit dem Tower. Spielt zusammen mit dem Tower. Ihr habt die beste Möglichkeit, im Tower zu fighten. Und ihr seht auch, man kann die Gegner halt sehr schnell oder in der Nähe des Towers sehr gut selber downhauen. Weil sie müssen erst diesen ganzen Weg zurück. Das gleiche geht natürlich auch für euch. Ihr müsst diesen ganzen Weg auch immer wieder zurück. Das nächste ist, dankt kleine Punkte schnell ein. Erstens, Vorteil ist, ihr braucht nicht viel eindanken. Ihr müsst zwar 80 Punkte eindanken, aber ihr könnt schnell viel eindanken. Das heißt zum Beispiel, wie ihr jetzt gerade seht, ich zum Beispiel bin gar nicht unterwegs, dass ich irgendwie viele Punkte abgeben möchte. Oder ganz viel auf einmal. Ich versuche kleine Punkte abzugeben, weil der Tower geht ja nach und nach kaputt. Es wäre nämlich vom Vorteil, dass ihr es schafft, den Tower vielleicht noch vor dem Kamalenfight kaputt zu bekommen. Das kriegt ihr natürlich nur, wenn ihr gut Levelhead seid. Und versucht immer, ich betone immer, von den Gegnern die Pokémon zu stehlen. Es klingt blöd, ne? Es ist vielleicht eine ganz dumme Sache, aber die ist so gut, wenn ihr einfach den Last Hit schafft, einfach um von den Gegnern die Punkte zu bekommen. Und glaubt mir, Leute, ihr werdet es feiern, wenn ihr einfach da seid und ihr bekommt jedes Mal diese Last Hits. Ja, es ist unglaublich. Den nächsten Tipp, den ich euch gebe, ist, wenn ihr zum Beispiel den Eject-Button habt und seid hier irgendwie am Kamalenfall und seid low, könnt ihr zum Beispiel direkt hier einmal rüber dashen. Ich zeige euch das jetzt mal einmal. Ihr könnt direkt einmal so die Points mitnehmen oder den Kampf mitnehmen und einmal rüber dashen. Das gleiche geht natürlich auch hier. Wenn ihr zum Beispiel hier gerade am Fighten seid und der Gegner macht euch sehr low, dann macht ihr den Eject-Button in den Gras rein, damit ihr schnell verschwinden könnt. Damit der Gegner wirklich keine Möglichkeiten hat, euch großartig hinterher zu verfolgen. Ansonsten habt ihr ja immer diese Probleme, dass ihr sehr schnell sterben könnt dadurch. So, wenn der Tower down ist, habt ihr einen riesen Vorteil im Gegensatz zum gegnerischen Team. Ihr könnt hier in Ruhe die Weise machen, habt immer einen Tower, wo ihr euch ein bisschen hochheilen könnt. Ja, und habt halt mega den Vorteil im Gegensatz zu den anderen. Den nächsten Tipp, den ich euch gebe, ist ganz einfach, wenn euer Jungler oder ihr seht den gegnerischen Jungler und der befindet sich irgendwo hier oben oder euer Jungler-Boy, der gerade im Dschungel aktiv ist und da jungelt,
versucht hier einen Fight zu erzielen. Wenn ihr im Teamspeak oder im Discord, Skype oder keine Ahnung, oder benutzt den Sprachchat von Unite, was keine Ahnung, keine Person irgendwie tut, dann versucht ruhig ab und zu mal nach oben ins Gras hier oben reinzukommen und helft euren Kollegen, um den Jungler einfach mal zu töten. Es klingt blöd, es sind einfache Sachen, aber das bringt extrem viel. Wenn ihr den nämlich den Buff klaut, so wie ich den jetzt hier habe, dann könnt ihr nämlich sehr schnell ohne Probleme oder auch allgemein in einer besseren Position kommen. Ja, natürlich auch immer ganz wichtig, farmt den Jungle hier ein bisschen ab. Wenn euer Jungler diese Mons hier nicht braucht, holt sie euch. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr im Tower bei euch seid und einfach wartet, dass irgendwas passiert. Seid aktiv, lauft unterwegs, holt euch neue Pokémon oder beziehungsweise neue NPCs, die ihr töten könnt. Farmt ab, alles was der Gegner nicht an EP bekommt, die bei euch landet, ist für euch wieder zum Vorteil und ihr habt eine Möglichkeit höher zu kommen. Der nächste Punkt ist, wenn es soweit ist, dass der Kamallenfight ansteht, was ja auch natürlich einer der schwierigsten Fights ist überhaupt mit und wichtig, es ist verdammt wichtig, ich betone wirklich nochmal, das Ding ist richtig wichtig. Viele stellen sich immer direkt eigentlich hier in den Gras und warten einfach, in der Regel wissen das meistens viele. Wenn ihr es aber schafft, euch irgendwie hier oben ins Gras zu schleichen oder auch hier ins Gras zu schleichen mit 3-4 Leuten und die Gegner kommen dann erst in dem Moment, also sie kommen dann erst, dann seid ihr in einer wirklich besseren Position und könnt sie einmal komplett überraschen. Das heißt, ihr habt eine viel, viel bessere Position als die. Wenn ihr natürlich hier im Gras wartet, Nachteil ist erstmal, ihr seht das sehr spät, wenn die kommen. Ja, zum Beispiel jetzt seht ihr Lucario. Aber wenn ich hier gewartet hätte, damit würde er erstens gar nicht rechnen und ich stehe in einer viel, viel besseren Position und ich kann zum Beispiel den Fight, wenn die da unten hitten, mit meiner Range, wenn man Range-DD ist, kann ich halt ohne Probleme noch Pokémon treffen. Seht ihr das, dass ich immer noch die Reichweite habe, um hier die Leute zu treffen? Also es bringt auf jeden Fall was, wenn ihr hier im Gras wartet. Natürlich ist es auch okay, wenn ihr euch hier hinstellt, geht auch, ist völlig in Ordnung. Kann man machen, ne? Und farmt Kamalm ab, das ist auch ganz wichtig. Auf der Botlane ist Kamalm einer meiner Meinung nach der wichtigsten Punkte überhaupt. Verliert diesen Ding nicht. Spart eure Attacken auf, um wirklich den Last-Hit zu machen. Um wirklich einen Last-Hit rauszuhauen. Ja, das sind die Tipps, die ich euch für die Botlane mitgeben wollte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja und ihr auch noch irgendwelche Tipps habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und schreibt mir auch mal rein, was ihr euch noch wünscht, was fehlt, was ihr auch unbedingt haben müsst. Schreibt es mir gerne rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.